Tag Nummer 11 beginnt. Ausbruch von Kriminalität. Oh. Hallo, seht euch die ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. So, was ist denn passiert? Diese Nacht war ruhig. Sehr gut. Katja war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Sehr gut. So, liebe Katja, du bist müde. Dann darfst du dich gleich mal hinlegen. Leicht verletzt, erholt sich aber. Und hungrig. Was ist mit dir? Auch hungrig und leicht verletzt. Hungrig und leicht verletzt. In der Tat, das ist ja blöd. Aber lieber Marin, steh doch mal auf. Dann kann sich unsere Katja hinlegen. Hungrig und müde. Du stehst auch mal auf. Und der Herr Pavle geht Heier machen. Sehr gut. So, Bruno, unser Koch, geh doch mal was zu essen machen, bitte. Tja, vielleicht baue ich mir auch noch mal ein weiteres Bett. Das wäre in der Tat gut. Und wir brauchen auch dringend Verbände. Denn wenn die Wunde wieder aufplatzt, ist das echt Mist. So, gut, Bruno. Und Marin, komm doch mal runter, bitte. Bruno, kannst du denn noch was kochen? So, also erstmal hier das da reinstellen. Und dann komm mal runter, bitte. Okay. Ja, hier haben wir soweit alles. So, da ist jemand an der Tür. Mal schauen. Es ist jemand an der Tür. Was willst du? Ich will zwei Verbände. Und was biete ich? Tja, was haben wir denn, was wir alles anbieten können? Boah. Das ist in der Tat sehr teuer alles. Okay, Kaffee. Wie sieht's denn generell mit nur Kaffee aus? Das reicht nicht, versuchen Sie später noch mal. Gut, wir können uns einigen. Tja. Gut, ne, mach mal so, alles klar. Alles wunderbar. Jetzt haben wir zwar sehr viel ausgegeben, aber das ist halt so. Gut, Bruno, geh du dich doch mal bitte verarzten und Marin, du bitte auch. So, wir mussten das jetzt machen, auch wenn es teuer war, hilft's ja nix. Ne, wenn unsere Kollegen hier nicht heile werden. So. Wir brauchen Brennmaterial und wir brauchen Wasser. Dann darf der liebe Marin doch einmal hier hochgehen und dann mal schauen, ob wir uns davon was herstellen können. Dann gucken wir mal. So, gut. Wir haben noch keinen Filter. Dann werden wir uns den mal bauen.
So, Bruno, dann leg du dich doch mal bitte hin. Erstmal, solange bis du zum Kochen kommst. Ja, komm, Marin, hau mal rein hier. Es ist nur eine Fleischwunde, es schmerzt aber. So, dann darfst du das herstellen und dann legst du dich auch mal kurz hin. Und du rennst mal hier hoch, bitte. So, schauen wir mal, was müssen wir uns denn noch herstellen? Also wir wollen den Kräutergarten müssen wir noch bauen, aber auch dieses einfache Heizgerät müssen wir bauen. Wie sieht's denn aus, wenn wir das hier verbessern? Ah, schau mal, wir brauchen Teile und elektrische Teile. So, gehen wir doch noch mal hier hin. Und meine liebe Katja, du befüllst bitte das herstellen, okay? Und Marin guckt sich mal hier um. So, wir haben, oder was können wir bauen? Sägeblatt, Brechstange und Schaufel. Und hier können wir erstmal nichts von bauen. Wie sieht's denn aus mit der Verbesserung? Können wir auch nicht. Wenn wir uns den Kräutergarten anschauen, sehen wir, okay. Und wie sieht das aus, wenn wir den verbessern wollen? Auch da brauchen wir noch einen Mixer. So, und wie sieht das hier aus? Da können wir Schnaps herstellen. Nun gut. Lieber Marin, was machen wir mit dir? Guck mal hier, Pavlo, du gehst doch mal dahin, bitte. Und dann schauen wir mal, was es denn Neues gibt. So, draußen ist es kalt, bewölkt und es könnte zu Regenfällen kommen. Unser Tipp für kalte Abende: Schnappen Sie sich ein gutes Buch, eine warme Tasse Tee und entspannen Sie sich in Ihrem Sessel beim Kamin. Klassische Musik. Morgen, ein Morgen ohne Kaffee ist für viele undenkbar. Es ist nahezu unmöglich, in Pogoren an Kaffee heranzukommen. Der Preis ist in die Höhe gestiegen, nur die Spekulanten erzielen einen Profit. Und als ob der Krieg nicht schon schlimm genug wäre, steigt die Kriminalität an. Es gibt Berichte von bewaffneten Angriffen. Das ist nicht gut. So, wechseln wir mal auf klassische Musik. Ach ja, lieber Marin. Na, Katja, geh du dich mal hinsetzen. Und lieber Marin, du legst dich bitte auch noch mal hin. Okay, Bruno und Marin, die beiden können sich hinlegen. So, jetzt lasst uns noch mal schauen, was wir jetzt als nächstes in jedem Fall brauchen. Also was wir uns herstellen wollen. Teile. Ja, wir wollten, glaube ich, auch noch so eine zweite Rattenfalle bauen. Und vielleicht auch noch mal ein zweites Wasserbehältnis. Aber hier, nein, nein, nein. Wir bauen uns diesen Kräutergarten. Der ist auch ganz wichtig. Mit dem Kräutergarten danach haben wir alles einmal gebaut. Ja gut, das einfache Heizgerät, das müssen wir uns dann noch bauen. Draußen wird es ja kalt und den Rest hätten wir fast. Ein Sessel. Nein, nein, nein. Na gut, warten wir erstmal. So, es ist ja bald Nacht. Und dann werden wir mal schauen, was wir so plündern können.
So, was haben wir hier? Ein bombardiertes Haus. Vor 2 Tagen besucht. 75%. Da ist 76%. Einmal hier. Der darf mal im Bett schlafen. Und Marin steht Wache. Und so mal schauen. In unserem ruhigen Haus. Tja. Also ich weiß ja nicht, wer irgendwie gesagt hat, man kann mit 2 Leuten plündern gehen. Das ist dann wahrscheinlich abhängig vom Haus oder was? Ich weiß es nicht. Hier im Supermarkt. Im Doppelhaus. Im bombardierten Haus kann man auch nur mit einem plündern. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu blöd, das einzustellen, aber in der Kirche. Nö, geht auch nicht. Und in der Autowerkstatt. Also scheinbar kann man nur mit einem plündern gehen, immer. Na gut, dann kann der Pavle Wache stehen. Ihr beide könnt im Bett schlafen. Tja, aber wo gehen wir dann hin? In der Autowerkstatt ist Vorsicht geboten. Hier waren wir vor einem Tag. Da können wir dann noch ein bisschen was rausholen. Medikamente, Waffenteile. Das ruhige Haus vor 6 Tagen besucht. Ja, wir gehen nochmal in das ruhige Haus und wir vergewissern uns. Nein, wir können nicht mit 2 Leuten plündern gehen. Tja. So, gehen wir mal. Und wir gehen plündern. Oh, vielleicht gibt es da ja irgendeinen speziellen Trick oder so, den ich nur nicht kenne. So, dann schauen wir uns das mal an. Was es denn hier so gibt. Liebe Katja. Wir nehmen uns alles mit, was wir hier finden können. Und gehen mal runter. Und legen das auch wieder an einen zentralen Ort, würde ich vorschlagen. Die Tür ist abgeschlossen. Wenn ich Werkzeug hätte. So, schauen wir mal, was es denn hier gibt. Ah, guck. Auch davon alles mitnehmen. So, es ist zwar Privatbesitz hier, aber das soll mich nicht weiter stören. Die Eigentümer, ich weiß nicht, ob die immer noch im Badezimmer da oben rumlungern. Aber wenn, dann soll mich das jetzt nicht weiter stören. So, hier draußen war nichts mehr, glaube ich. Ja, komm, geh mal raus. Ach, abgeschlossen. So, öffnen wir. Gut, hier oben scheint noch ein bisschen was zu sein. Ach, da ist auch noch ein Verband. Und eine kaputte Gitarre. Dann kann ich mir die Gitarre direkt reparieren. So, was hatten wir hier? Da scheint nichts zu sein. Da können wir hin. Okay. Auch da ist nichts. Und hier ist leer. Also das. Dieses Haus dürfte dann jetzt geplündert sein. Es gibt nichts mehr zu holen für uns. Schauen wir noch einmal schnell durch. Aber wir waren ja eigentlich jetzt in jedem Raum. Ja, doch hier hinten, da gibt es eventuell noch was. Aber da wir keinen Dietrich haben, ist das schwer, zu sagen, was es denn hier gibt. Tja, also hier wird sicherlich dann noch irgendwas sein, was wir mitnehmen können. Ach, aber das ist vielleicht auch nur der letzte Ausweg
für den Fall, dass wir sonst nirgendwo mehr was finden zum Plündern, können wir hier nochmal gerne zurückkommen. Aber ansonsten scheint es das gewesen zu sein in diesem Haus. So, und dann schauen wir mal, was wir jetzt im Rucksack haben. Naja, nicht wirklich viel. Was ist das? Reiner Alkohol, okay, aber das ist schon mal gut, denn daraus können wir uns noch mehr Verbände bauen. Ja. Nun gut, wir sehen uns morgen wieder, wenn Katja zurück ist.